Auch im Jahr 2020 haben die Mitarbeiter des Kunstmuseums in Reutlingen wieder einiges vor. 10 Ausstellungen wird es im Spendhaus und in den Wandelhallen geben. Außerdem haben die Mitarbeiter des Kunstmuseums ihr Angebot in der Kunstvermittlung erweitert. Noch bis zum 1. März können Besucher die Ausstellung Headbangers Ball Part 3 von Damien Deroubet im Reutlinger Spendhaus besuchen. Beim Schaffen seiner Werke hat sich der Künstler gleichermaßen von Hochkunst und Heavy Metal inspirieren lassen. Insgesamt liegt der Fokus im Jahr 2020 auf den Themen Holzschnitt und Holzdruck. Die Leiterin des Kunstmuseums, Dr. Ina Dinter, freut sich ganz besonders auf die größere Retrospektive der Berliner Künstlerin Jenny Michel. Die in ihren Collagen, Montagen, Skulpturen und Installationen Druckgrafik, Zeichnungen kombiniert mit ihren auch philosophischen Forschungen und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Ausstellung wird keinen chronologischen, sondern einen thematischen Überblick über das Schaffen der Künstlerin geben. Neben den Ausstellungen gibt es auch einige neue Vermittlungsformate. Die Mitarbeiter des Kunstmuseums versuchen dadurch, mit den Reutlingern ins Gespräch zu kommen. Das ist einmal das Format Lieblingswerke, wo ein Mitarbeiter aus dem wissenschaftlichen Team sich einen Mitarbeiter aus dem nicht wissenschaftlichen Team schnappt und gemeinsam ein Lieblingswerk aus der Sammlung dem Publikum vorstellt, auch in einem dialogischen Format. Außerdem beginnt das Format Kaffee und Kunst, mit dem die Mitarbeiter des Spendhauses den Reutlingern eine künstlerische Mittagspause bieten wollen. Des Weiteren gibt es das Format Themenwechsel. Hier werfen Referenten aus anderen Fachbereichen einen Blick auf die aktuelle Ausstellung. Übrigens, wer das Reutlinger Kunstmuseum im Jahr 2020 besuchen möchte, darf sich über kostenfreien Eintritt freuen.